Hallo, liebe Oberolmerinnen und Oberolmer, es ist wieder Montag, Zeit für die Rathaus-News. Wir haben jetzt wieder eine Woche rum und unsere Erfahrung mit der Corona-Epidemie und mit den Masken wird immer reicher. Wir lernen alle neue Verhaltensweisen und wir müssen sie auch lernen, denn sonst gefährden wir andere Menschen. Wenn wir nächste Woche die Bücherei wieder eröffnen, wird das auch der Fall sein müssen. Heute bin ich in der Bücherei, die noch leer ist. Aber ab nächste Woche dürfen wir zwei Personen in die Bücherei lassen und das übliche Stöbern wird leider nicht möglich sein. Das alles wird zu Ihrem Schutz sein und auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen, die hier den Betrieb gewährleisten. Sie wissen auch schon, dass unsere Fahrt der Kinder und der Partnerfamilie nach Ramoschau dieses Jahr ausfallen muss. Ich hatte es schon letzte Woche erwähnt. Deshalb stellen wir gerade einen Videogruß von allen Partnerschaftsfamilien zusammen, den wir nach Frankreich senden wollen, um mit ihnen in Verbindung zu bleiben. In der Kita bereiten wir uns weiterhin auf die Notbetreuung vor, dass wir sie erweitern können, dass Menschen, die arbeiten müssen und arbeiten zur Betreuung notwendig sind, dann auch eine Möglichkeit haben, die Kinder in die Kita zu bringen. Wir halten Sie an der Stelle alle auf dem Laufenden. Denken Sie dran, die Beiträge, die für die Essensentgelte eingezogen wurden, werden nach und nach überwiesen. Das dauert ein bisschen. Haben Sie da ein wenig Geduld. Die Bürgerversammlung, Sie haben es vielleicht dem Sitzungskalender entnommen, die am 12. Mai geplant war, muss leider entfallen. Ich hätte dabei gerne mit Ihnen über das Wohnquartier oder über andere Dinge gesprochen, aber das müssen wir eben verschieben. Verschieben tun wir nicht. Die Arbeit an den laufenden Projekten, wie zum Beispiel dem Kita-Neubau, der gut vorangeht, und auch die Projektentwicklung zum Wohnquartier schreitet voran. Wir klären gerade die Finanzierung und die kommunalrechtlichen Voraussetzungen. Was den Umgang mit der Corona-Pandemie angeht, so müssen wir, um fußballtechnisch zu sprechen, vor den Ball kommen, denn derzeit reagieren wir ja alle nur. Bund, Länder und Kommunen reagieren auf Entwicklungen. Ich denke, wir müssen alle einsehen, dass es in den nächsten Monaten so bleiben wird. Und deshalb sind wir gut beraten, mehr zu agieren als zu reagieren. Und wir, vor allem aber die hauptamtlichen Verwaltungen, sollten sich Gedanken darüber machen, wie wir gemeinschaftliches Leben gestalten können. Und nicht erst dann darüber nachdenken, wenn wir in die Situation kommen und dazu gezwungen werden. In diesem Zusammenhang darf ich den Personen danken, die sich immer mit Ideen in unserem YouTube-Kanal einbringen. Zum anderen bitte ich Sie alle herzlich, die Regeln der Corona-Verordnung einzuhalten, denn es gibt zum Teil saftige Bußgelder, wenn man sich eben nicht daran hält, was aber doch für alle ein Gutes wäre. Geld und Fußball bringen mich noch auf einen letzten Gedanken. Schauen Sie mal hier. Das ist die Gehaltstabelle von Spielergehältern der ersten Liga von Bundesliga-Vereinen, die in der Champions League spielen. Und daneben die Gehälter der Helden der Krise. Nicht heldenhaft, oder was meinen Sie? Wenn man dann noch bedenkt, dass die WM-Helden von Brasilien zusätzlich 300.000 Euro Prämie bekommen haben für den Sieg, frage ich mich wirklich, wer in Deutschland der Held ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, Fußball soll sein. Aber was kann an einer Leistung so gut sein, dass sie 5, 10 oder 15 Millionen Euro wert ist? Vielleicht ein kleiner Tipp an die DFL-Bosse, die im Moment darüber nachdenken, Menschen, ihre Mitarbeiter, Fußballer, Sportler, Gefahren auszusetzen. Gehen Sie doch mal eine Woche in ein Seniorenheim mit Ausgangssperre und dort genießen Sie 4 oder 5 Minuten Gespräch pro Tag und haben keine persönlichen Kontakte. Vielleicht erkennen Sie dann, was wirklich wichtig ist und was das Wort Wert wirklich bedeutet. Soweit für heute. Bleiben Sie fröhlich und wir sehen und hören uns demnächst. Tschüss.